Hi, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es geht weiter in Elden Ring. Viel zu sagen gibt's nicht. Außer, dass ich hier gerade den Boss gekillt habe und 5, 6, 7, 8, 9, 10 mal am Nektar genascht habe. Am Nektar einer jungen Dame genascht. Oh Gott, das klingt so falsch. Oh, ja. Ich würde mir gerne angucken, was hier drüben ist. Ob es da irgendwie hingeht oder wie ich da hinkomme. Ich bin gerade am Überlegen, weil das hier so eine Insel ist, ob vielleicht der Durchgang dorthin irgendwie hier unten ist, dass es da noch hier rüber geht. Aber ich würde es mal von hier erstmal probieren. So, okay. Hier waren ja vorhin die so flitzige Boys unterwegs. Ja, der da auf mich zuläuft, da unten. Den umrunde ich mal. Hier sind auch so Britzelbobbel. In die will ich auch nicht unbedingt reinlaufen. Ah, da höre ich es nämlich schon. Brutzeln? Ja. Au, au, au. Okay. Aua, au. Okay. Gut. Ich kam nicht mal bis dorthin, um mir da irgendwie anzugucken, was da ist. Ich könnte irgendeinen Blitzwiderstand schlucken. Den gibt's ja. Ich darf halt auch nicht vom Pferd runter. Ich glaube, der Umweg gerade, um diesen Loot zu sammeln, der hat mich gerade gebrutzelt. Es sieht ein bisschen so aus, als müsste ich zu diesem verdorrten Baum dort. Aber ich guck mal ganz rechts am Rand entlang erstmal. Da ist auch ein Tor oder so. Ich meine, hier oberhalb von mir auf der Map sieht's rot aus. Ach du Scheiße, wo geht's jetzt hier wieder hin? Was bist du? Ey, stopp! Nee, was ist das? Ah, noch so ein Flitziger. Hey, Moment mal. Ey! Ah. Ich hasse solche. Okay. Mach's du bitte nicht mehr mit deinem grünen Schwert. Sternlichtsplitter, okay. Sind hier noch mehr so Flitzer unterwegs? Da hinten läuft einer rum. Was ist das für einer? Weiß ich nicht. GG. Dankeschön. Schwert des Geistes.
Also hier war ein bisschen Loot, okay. Schatz hinterm Wasserfall? Nope. Keiner. Ah, ihr seid so Geisterjungs. Ah, guck mal, hier geht's noch ein bisschen weiter. Oh nein. Wurzelbobbel. Das Schwert ist sehr geil. Okay, werde ich mir mal angucken. Hier ist so eine Statue. Huh. Warum steht da so eine Statue? Wegen dem königlich Gekleideten da unten? Sollte ich vielleicht... Ich prügel euch mal. Ich will ein bisschen Ruhe haben, Jungs. Was schreit ihr mich eigentlich an? Könnt ihr das lassen? Ich werde nicht so gern angeschrien. Ja, ich habe hier so ein Marikas Pfahl-Ding auf jeden Fall aktiv. Das wird wegen dem Kumpel da unten sein. In dem Bereich warst du noch gar nicht. Nun, dann hast du ja jetzt was, was du auch noch selber ein bisschen ausprobieren kannst. Ja, komm du mal her. Oh, du bist auch ein Schneller. Du bist ein Schneller. Das sehe ich. Komm. Komm. Weg damit. Hattest du Loot? Nö. Du hast Loot. Eine Keule. Hm, danke. So. Hm, vielleicht kriege ich den noch einzeln weg. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt auch mit Sachen auf sie werfen. Ah ja, Halbmensch König Mariga. Mhm. Oh. Lol. Er hat seinen Kumpel. Ah ne, jetzt kommt er auf mich. Okay. Okay. Aua. Ah ja, ich bin halt schon gut dabei. Da muss ich nicht so viel mehr machen, wa? Ah, sind wir mal ein bisschen vorsichtig. Aua. Voll auf die 12. So. Gut. Stern. Bild. Schwert. Das ist das Schwert, das der Typ am Anfang dabei hatte, glaube ich. Nice. Okay. Ja, das war jetzt eher nicht so krass. Wie gesagt, ich bin auch, glaube ich, einfach minimal schon... Ja, ich bin halt so Endgame-mäßig unterwegs. Oder End-DLC-mäßig.
Ich vermute mal, dass ich hier nicht allzu weit rauskomme. Also das war's in dem Fall. Wir gucken mal ganz kurz nach den beiden Waffen, die ich hier gerade bekommen habe. Ein Krummschwert. Schwert des Geistes. Grollhieb. Dreht euch, schlagt auf einen Gegner ein und beschwert rachsüchtige Geister, die den Feind jagen. Durch weitere Eingabe könnt ihr mit einem Angriff nachsetzen. Oh, Falks. Ah, das habe ich auch irgendwo von irgendeinem gekriegt. Okay. Hier ist das andere, Sternbildschwert. Onsis Konstellation. Ein Talent, das nach einem halbmenschlichen Schwertmeister benannt ist, durchdringt linierte Schimmersteine mit magischer Energie und führt ein... Aufschlitzangriff aus. Durch wiederholte Angriffe könnt ihr mit bis zu 2 Angriffen nachsetzen, von denen jeder mehr Schaden verursacht als der letzte. Ja, Katana. Es ist ein Katana. Ja, müsste ich halt auch leveln und so. Eine Keule. Ich bin halt einfach super zufrieden mit meinen Waffen und ich kenne die Waffen jetzt. Ich habe mich auf die Waffen eingespielt. Es ist einfach... Ich weiß nicht, ob das langweilig ist. Aber ich finde, das funktioniert und deswegen bleibe ich dabei. Warum sollte ich es mir komplizierter machen, als es eh teilweise schon ist, indem ich... Das ist echt sehr geil, dieser von Onse. Die Asche von Onse habe ich. Ah, das kann sein. Oh nein, ich werde gebrutzelt. Ich habe nicht aufgepasst. War hier noch was? Ein paar Schildkröten. Schatz hinterm Wasserfall. Nein, kein Schatz hinterm Wasserfall, aber Schildkröten. Asche von Onse, das kann sein. So, warte mal. Da würde ich jetzt hier wieder rauslaufen und dann... Hier kommt man von oben. Hä? Moment. Hier kann man von oben runterhüpfen mit dem Pferd. Und dann landet man auch hier. Aber dann müsste ich ja erstmal hier oben drauf kommen. Wahrscheinlich von hier drüben. Ja, das sieht nach dem Pfad aus, der mich dorthin führen würde. Ach du Scheiße. Ah ja, ich bin... Stimmt, ich bin hier und dann gleich darüber abgebogen. Ich hätte auch hier rüber gehen können und dann wäre ich hier entlang gekommen. Ist ziemlich sicher. Sven, hey! Okay, Alter, wild, 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 wild. Ich werde mich aber... Oder latsche ich hier raus? Ich latsche hier raus. Das war ja, glaube ich, der Weg hier. Da hat jemand einen langen... der Sven war, glaube ich, noch woanders. Kurz. Sven wohnt hier gleich ums Eck. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht gebrutzelt werde. Von den Brutzelbobbles. Mal kurz umgucken. Hier haben wir wieder so ein... Ist wahrscheinlich auch wieder diese Asche, ne? Oder Lilie. Genau, Geistertal-Lilie. Ja, genau. Oh, no! Wie viele Dingens waren das? Runen. Ich
Ich meine, ich habe einen Boss gekillt, werden schon ein paar gewesen sein, ne? Du gestorben. Ja. Ich bin einen der schönsten Tode gestorben. Ich bin runtergefallen. Ah, da ist noch eine Gnade, guck mal. Ah, jetzt ist mein Loot da oben. Vielleicht wäre es klug gewesen, jetzt erst die Gnade zu nehmen. So, da hinten ist noch ein kleiner Loot, aber ja, irgendwelches komisches Zeug halt. Ich frage mich echt immer wieder, ob es irgendwen gibt, der sich die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sich denkt, benutz den Scheiß, was machst du? Hilfe, du benutzt ja gar nicht die ganzen Möglichkeiten, die du hast. Das ist seltsam. Oh! Ah! Wollte gerade sagen, das ist seltsam. Dass es da so einen Weg nach unten gibt, der nirgendwo hinführt. Aber so seltsam ist es gar nicht, weil der Weg doch irgendwo hinführt. Zwei Wege. Ah. Erstmal kurz hier lang. Huh. Gut. Ich habe, eigentlich hatte ich schon irgendwie im Urin, dass das der Weg ist, der mich nicht rüber auf die Insel führt. Das habe ich gespürt. Ohne Beschwörungen. Ja, das war einfach, keine Ahnung, das hat sich, ich habe ja mit Dark Souls 1 angefangen, Ende letztes Jahr. Und dann alle Dark Souls Teile durchgespielt und es hatte sich in Dark Souls einfach irgendwie falsch angefühlt, diese Beschwörungen zu nutzen. Das sieht nach Boss aus. Oh, es ist eine Krabbe. Ein Hummer. Ein großer Hummer. Du bist kein Boss. Du bist nur ein großer Hummer. Genau, in Dark Souls hat es sich einfach super falsch angefühlt, die zu benutzen. Hey, ein großer Krebs. Und das hat sich in Elden Ring irgendwie dann so durchgezogen. Also mitgezogen aus Dark Souls. Und ich denke, wenn man sowas einfach grundsätzlich nie benutzt und es einfach auch nicht anders kennt, ne? Ah. Aha. Also bevor wir da runtergehen, schauen wir mal ganz kurz hier rauf. Aber
Das sieht auch wieder so cool aus hier, ne? Hier gibt's nichts Besonderes. Es geht hier tatsächlich nur um das hier. Dann mal los. Südliches, namenloses Mausoleum. Oh! Da war ich ja jetzt schon länger nicht mehr in einem drin. So, was haben wir hier? Ah. Oh, ouch. Wie viel du von dem Spiel verpasst hast. Naja, sind ja jetzt schon eher kleinere Ecken. Ich glaube, ich bin mit der Keule besser dran. Keule macht viel mehr Schaden. Und sie haut relativ schnell. Wahrscheinlich kann ich sie mit der Keule sogar stunnen. Ja. Sie hat ein bisschen so einen Stil wie... Es fühlt sich an wie der Wassergeflügeltanz von Marlene. Aber mit wesentlich weniger Reichweite, was es natürlich super angenehm macht. Ja, und es ist halt einfach, die Keule regelt hier so krass. Da brauchen wir auch überhaupt keinen GG oder sonst irgendwas, weil ich einfach absolut überlevelt bin. Tanzen die Klinge Ranas. Ja gut, okay, ich krieg jetzt halt ihr Outfit. Jawohl. Ja, nett. Dankeschön. Wäre sicher ganz spannend gewesen, wenn ich nicht schon das ganze DLC eigentlich durchsucht hätte. GG, danke. Ich bin jetzt gerade im Überlegen, war ich hier tatsächlich schon? Nee, ich war hier noch gar nicht, oder? Sorry? Da sind Graces. Okay, nee, dann war ich... Ich habe irgendwie dachte ich wäre hier gewesen und da gibt's nichts. Aber dann war ich da einfach noch nicht. Dann weiß ich nicht, wie ich da hinkomme. Und hier war ich ja auch noch nicht. Also hier werde ich wahrscheinlich irgendwie durch dieses... Durch diesen Schattenbergfried durchkommen. Und dann wahrscheinlich hier irgendwie was machen können. Okay, nee, da war ich tatsächlich noch nicht. Wir haben zwei Drachen noch. Sollte ich hier unten jetzt noch irgendwas mehr angucken? Ich habe das Gefühl, ich bin hier durch. Ich werde mal zu irgendeinem Zeitpunkt noch hier in die andere Richtung halt gehen, ne? Auf jeden Fall und mal hier rüber gehen und mir den anschauen und so. Aber ich habe jetzt Lust, einen der beiden Drachen platt zu machen. Ich versuche mit dem unteren. Das müsste ja von hier aus schnell erreichbar sein. Ja, ich glaube, hier rein. Und dann der Blitzige, der ist mies. Der ist mies, an dem bin ich bisher ein bisschen gescheitert. Da unten wartet er auch schon. Geduldig. Auf meine Vernichtung. Ja, das ist der Kumpel von Pascal, aber der ist halt durch sein, ja, das ist so krass. Oh, ich hab's unterschätzt. Weil ich vorhin den anderen Drachen so easy gekillt hab. Und ich hab ein Level, das ich hier jetzt gerade liegen hab, an Runen.
Den hast du weggelassen. Nein, ich muss alle killen. Alles, was eine Bossleiste hat, wird auch erledigt werden. Früher oder später. Ich schau mal, ob ich meine Runen irgendwie sichern kann, aber... Der ist halt schon echt heftig, der Kumpel. Ich habe noch keine Strategie gefunden. Ja, und das ist einfach so krass. Der trifft mich einfach in jeder Ecke irgendwie und nach jedem Schlag kommt nochmal ein Brutzler hinterher. Vor dem ich dann Schiss hab. Wie war das? Muss ich jetzt nach links laufen? Ach, scheiße. Das trifft mich zweimal. Das trifft mich zweimal. Nein, tut's nicht. Saufen. Treffer. Verdammt. Und ein Brutzler. Scheiße. Mist. Mist, ja, ist ja gut, Kumpel. Ah, zu früh gesoffen. Boah. Oh oh, ich glaube, das nach oben war schnell weit weg, ne? War das nicht so? Nee. War das schnell weit weg? Ich weiß es nicht mehr. Aber hier wird jetzt gleich irgendwas brutzeln und brennen. Mist. Mist. Oh oh, oh oh. Ach, knapp. Oh. Jawohl. Der zweite Brutzler. Der zweite Brutzler. Und der zweite Brutzler killt mich. Ah, der ist so mies. Ich glaube, ich muss eigentlich gucken, ob ich hier irgendwas machen kann mit Sprung ausweichen. Ah, okay, da war ich in der Luft, aber es hat nicht gereicht. Moin Julius, grüß dich. Aua. Nein. Mist. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Er kann nicht weiter wegfliegen. Das ist erstmal gut für mich. Mist. Oh shit. Oh shit.
Ich denke, den Endboss mache ich am Ende. Ah, den kann ich hüpfen. Mist. Ah, zwei Treffer daneben. Also, aktuell ist es so, dass ich einfach versuche, alle Bosse irgendwie so ein bisschen zu erwischen. Alles, was noch so offen ist, versuche ich zu üben und mir immer wieder mal anzugucken. Mist. Schon ein bisschen gelurkt, als ich das Gebiet vom Fäulnisritter gemacht habe. Läuft. Oh, der ist so krass. Oh, jetzt ist der Chat wieder weg. Oh, Moment. Ihr kommt gleich wieder. Moment, Moment. Midra. Midra, Midra, Midra. Wer ist Midra? Nee, ich glaube, Midra ist noch nicht down. Lurken ist ja lauern, im Hintergrund lauern. Sauron, ah doch, Sauron ist schon tot, ja. Nach dem Horrorwald, ja, den habe ich erwischt. Im Moment, ich hole mir kurz den YouTube-Chat noch dazu, dass der auch da ist. Weil leider... Wie gesagt, ist mein Multichat gerade abgeschmiert. Es tut mir leid. Tja. Entschuldigung angenommen, okay. Ja, so, jetzt nochmal. Ich versuch's jetzt mit Gesöff. Und dem hier. Ah, ich bin ein bisschen weit weg, ist natürlich jetzt... ...ein paar Sekunden verschwendet. Mist. Ah, falsches Timing, nein! Ah. Oh Mann, ey. Den finde ich halt auch irgendwie nicht cool. Das ist ein Standard-Drachenkampf, der einfach dadurch, dass er so doppelt
doppelte Treffer verursacht. Minimal verändert wurde. Der macht jetzt nicht so einen Riesenspaß, der Kumpel. Danke. Okay, erstmal dick auf die Fresse gekriegt. Ah, wo ist er? Wo spuckt er hin? Da ist er. Also ich habe auch das Gefühl, eigentlich sollte ich ihn vielleicht am Kopf bekämpfen, tatsächlich. Tu mal Dinge. Oh shit. Oh oh. Mist. Mist. Oh. Oh. Ja, ich höre es mittlerweile. Ich krieg seine Soundcues mit. Und deswegen komme ich eigentlich ganz gut klar. Aber ich mache halt gefühlt null Schaden hinten. Und ich hoffe, dass ich ihn, wenn ich ihn mal am Kopf treffen kann, ja, macht man halt viel mehr Damage, das Doppelte, und wahrscheinlich würde da auch ein Knockout besser funktionieren. Mist. Aber ich krieg's nicht so richtig auf die Kette. Oh oh. In der richtigen Entfernung zu seinem Kopf zu stehen, so dass ich auch irgendwas machen kann. Also ich krieg's besser hin, an seinen Beinen drauf, auf die Beine zu prügeln. Ah. Ach, come on. Mist, ich dachte, vielleicht komme ich schnell genug weggerannt auch. Mist. Ja, overpowered war ich nur in dem Gebiet, in dem ich vorhin war. Jetzt nicht mehr bei ihm. Bei dem Kumpel hier auf keinen Fall. Da ging es mir ja nur um das Gebiet dort. Der Kampf danach, ja, ich war schon bei ihm. Ich war schon bei ihm. Und der Kampf danach macht tausendmal mehr Spaß. Alles gut, Kalona. Oh, ich krieg's aber auch gerade timingtechnisch nicht auf die Reihe, ne? Ah, Mist. Okay, wisst ihr was?
Ich habe keine Lust mehr jetzt hier an dem die Zähne auszubeißen. Ich hole mir jetzt kurz meine Runen. Weil das ist ein Level. Ich bin natürlich dummerweise da reingerannt und habe nicht vorher gelevelt. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich gehe dann mal. Tschüss. Irgendwann werde ich mir dort die Zähne ausbeißen. Warte mal, war da ein Drachenherz? Ein lootbares? Nee, scharfer Schotterstein. Okay, für was brauchte man die nochmal? Nein, ich habe wieder nicht gelevelt, ne? Okay, das waren zweimal. Dreimal, viermal. Und dann stopft er seinen Arm da rein. Genau, dann wenn er nach hinten oben geht, spuckt er runter, so wie alle anderen Drachen auch. Okay, und jetzt flitzt er. Ah, nee, genau. Flitzdrehung. Und hier muss ich ihm dann eine auf die Rübe geben, wenn er den Anspurt macht. Und Drehung. Nee. Ja. Ein Gesurf nicht. Das ist in dem Spiel so ein Ast, so ein Talisman. Da war ich gerade lucky, dass ich im richtigen Winkel zu ihm stand. Aua. Aua. Bitte warten Sie einen Moment. Ich muss das Gesurf zu mir nehmen. Mist. Oha. Der dicke Schaden. Ah, es gibt auch ein Gesurf tatsächlich. Was für ein Gesurf. Ach, das wird... Ach, scheiß doch drauf. Okay, ist mir das jetzt gerade zu viel? Die beiden Drachen? Ich habe hier unten heute erst einen Drachen gekillt. Und ich glaube, der eine ist auch noch offen. Der hier, der hier sitzt. Ja, genau, so eine Träne. Ja. Für die Mixed Flasks, ja. Ach, das eine Level. Hole ich da jetzt nicht raus, ist nicht so wichtig. Später.
Aua. Viel, viel später. Viel, viel später. Wenn er den Brutzelboden macht. Mist, zu spät. Kommt er nochmal? Nee. Ist meine Flasche jetzt schon durch, oder wie? Warum liegt hier Loot rum? Was ist das? Gebrochene Rune, lol. Aua. Nee, 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 nee. Ah. Wusste es. Ja, aber wir hatten das letzte oder vorletzte Woche hatten wir das auch von der 1889 bei Kalona. Autsch. Ich dreh mich da immer zu schnell, ne? Es ist immer das Gleiche. Ah. Also ich mach die Rolle zu früh. Come on. Ach, fuck. Ah, ich bin reingerollt. Shit. No, no. Das ist so hart mit dem Blutverlust. Hatte ich das letzte Mal, hatte ich es mit dem Schwert probiert? Kann ich dieses Schwert anzünden? Das wäre natürlich mal noch eine Überlegung, ne? Ich guck mal, was passiert, wenn ich das Schwert nehme. Wie schnell er sich stunnen lässt. Ob er sich überhaupt stunnen lässt. Durch dieses Schwert. Alter. Ja, ich glaube, ich werde mal probieren. Ich werde probieren, mal anzuzünden.
Dann nehme ich aber die dicke Keule. Das hat jetzt mit dem Schwert sich nicht gut angefühlt. Weil es da auch nichts zu parieren gibt. So, also dicke Keule. Ups. Dicke Keule. Dann einmal Feuerfett. Müssten wir. Nächstes Mal Feuer. Waffenüberzug verursacht schweren Feuerschaden. Umso besser. Nehmen wir das. Das Timing nicht raus gerade, wann der. Aua. So viel mehr? Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht, ob das so viel mehr Schaden gemacht hat, ehrlich gesagt. Ah, ich krieg's Timing nicht. Krieg's Timing gerade nicht raus, ey. Mist. Ja, ich weiß, Julius, dass der Kopf viel, viel mehr Schaden nimmt, aber ich fühle es halt nicht, den Kopf zu treffen. Ich meine, wenn ich viermal den Fuß treffe, habe ich auch einmal den Kopfschaden. Und wenn ich in der Zeit, in der ich einmal den Kopf treffe, halt fünfmal den Fuß treffe, habe ich mehr Schaden gemacht. Ich versuche schon. Scheiße. Ich hasse das.
Und ich nehme auch wesentlich mehr Schaden, wenn ich... Oh. War noch gar nicht down. Ich nehme auch wesentlich mehr Schaden, wenn ich versuche, den Kopf zu treffen. Aber ich war jetzt schneller mit dem Kill. Das stimmt schon. Mist. Ich sehe nicht. Ach. Ey, das hätte eigentlich ein Kopftreffer sein müssen. Aber wir hatten wieder eine wilde Hitbox. Okay. Okay. Ich sag, hab nichts gesagt. Ich habe rein gar nichts zum Kopftreffen gesagt. Wir kommen in Phase 3, was bisher nicht geklappt hat. Ich weiß aber nicht, was der Start von Phase 3 ist. Okay, da kann man gut einmal hitten. Oh, das ging schneller. Kommt das nochmal? Anscheinend nicht. Oh nein. Oh was? Okay, es kommt mehrfach. Scheiße. Und dann kann man ihn gut treffen. Ah, das war knapp. Ja, Kalona, die heftigste Phase. Also, das ist meistens bei den Bossen, glaube ich, so, dass die letzte Phase die heftigste ist. Gibt es irgendeinen, wo das nicht so ist? Wo eine Phase kommt, eine neue, und man denkt sich... Hä? Ich hasse es. Beim Endboss von Sekiro, aha. Mesma fand ich Phase 2 aber auch leichter als Phase 1. Leichter. Mist. Ah, Mist. Aua. Mist.
Alter. So. Ah, das war jetzt genau weit weg, glaube ich mal. Nein. Oh. Junge, Junge. Kann ich hier von weglaufen? Man muss so weit weglaufen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Was? Mist, ey. Verteidigt mit letzter Kraft den Schattenbaum. Ja, ich weiß nicht von der Lore her, Julius, was das hier für ein, wie der Sinn des Ganzen funktioniert, ne? Wird ja schon irgendwie einen Grund haben, die Nummer. Mist, ich krieg dieses Timing nicht raus. Ah, und ich hasse es so sehr, dieses Gebrutzel. Ja, die Feuergolems, ich habe noch nicht einen davon gekillt, ne? Nicht einen einzigen. Weil ich die so doof finde. Ups. Hat er jetzt den Trank gar nicht gesoffen, ne? Nice. So, und jetzt? Die spawnt ja immer vor mir. Versuche ich jetzt wegzulaufen, weil sie explodiert ja jetzt instant. Kann ich davon weglaufen? Alter, was? Nee, ich glaube... Hä? Ich krieg dieses Timing nicht raus, ne? Oh, nee. Ich weiß es nicht.
Und dann kriege ich nicht mal zwei Kopfschläge hin. Oh, fuck. Keine Ahnung. Oh nein, sie explodiert zweimal. Dreimal. Komm her, komm her, komm her. Wo ist der Schädel? Da. Finally. Das wird's ja jetzt hoffentlich gewesen sein. Du dämliches Mistding. Oh. Endlich. Oh. Dankeschön, Kalona. Danke. Okay, was ist jetzt hier? Was hast du beschützt? Danke, Leute. So, Moment. Ich habe jetzt... Was habe ich gekriegt? Eine Rune? Rune von Mikela oder sowas? Ist das hier dabei? Nee. Ich habe doch gerade eine Rune von Mikela bekommen. Oder? Hier. Behält nichts als die Kraft, Zaubern zu widerstehen. Was? Eine große Rune, eine große von Mikela aufgegebene Rune. Obwohl sie zerbrochen und ihres Reichtums beraubt ist, birgt sie immer noch die Kraft, Verzauberungen zu widerstehen. Verzauberungen. Was ist eine Verzauberung? Ist Gift eine Verzauberung? Nee. Statuseffekt. Mikela machte sich auf den Weg im schattenliegenden Turm und ließ alles hinter sich. Sein güldenes Fleisch, seine blendende Stärke, selbst sein Schicksal. Alles nur, um die wahre Sünde zu begraben, um das große Ganze anzunehmen und als Gott neu geboren zu werden. Ah, da siehst du mal, was er vorhatte. Gebrauchsgut. Ich habe auch die ganzen Echos noch nicht geschluckt, ne? Ich habe ja haufenweise von den Echos. Wo sind denn die alle normalerweise aufgereiht, dass ich die alle sehen kann? Hier? Nee. Schlüssel? Nee, wahrscheinlich nicht. Da auch nicht, da auch nicht, das auch nicht, das alles nicht. Sind die nur im... Hier? Ah ja. Ich schlepp die ja alle noch mit mir rum. So, nee, das darf, da kriege ich ja nur die Rüstungen. Ich meine ja diese großen Runen hier. Da habe ich nur Marikas Rune. 80.000 Runen. Ja, pff, alles nicht so, keine Ahnung. Ich habe jetzt aber immer noch nicht verstanden, was das soll. Das ist ein Verbrauchsgut. Davon habe ich eins. Objekteffekt behält nichts als die Kraft, Zaubern zu widerstehen. Was? Gebrauchs, nicht Verbrauchs. Ja, Schlüssel, genau. Das sind, okay, das sind so Dinger, die ich hier mir aktivieren kann. Ist die von Mikela auch eine? Nee.
Nee, die ist hier nicht dabei. Ah, Kalona, nicht zu viel spoilern. Wie ein Goldfisch. Okay, jetzt gucke ich mich erstmal hier um. Hallo, Leute, was ist hier los? Ihr armen, traurigen Sonnenblümchen. Hier sind keine Runen mehr, glaube ich. Apropos Runen, wie viel habe ich denn? Oh, also ich habe ein Level. Ich sollte diesmal level ich, okay? Diesmal level ich. Und dann gucken wir uns mal das Bäumchen an. Stufenaufstieg. Kraft. Ja. Hä? Ja, Kalona, gerade solche Hinweise, was so Zauber bringen oder so, da mich gerne mal im Dunkeln tappen lassen und schauen, ob ich nicht doch vielleicht irgendwann selber drauf komme. Wie gesagt, wenn es dann euch schmerzt irgendwann, wenn es im Kopf das Jucken anfängt, dass ich irgendwas nicht entdecke oder irgendwas nicht mache, dann könnt ihr gerne was raushauen. Aber muss ja nicht sofort sein. Hä? Das ist was? Und deswegen habe ich diese Sonnenblume jetzt... Die arme Sonnenblume, ich dachte, sie greift mich hier an, weil ich hier nicht durch darf, aber... Sie war hier einfach nur so. Sie hat hier einfach gechillt. Und ich habe sie in ihrem Dasein gestört. Ah. Doof. Hier ist echt nichts sonst. Das ist genauso. Ich bin enttäuscht. Ich fühle mich ein bisschen so, wie als ich den Nektar der jungen Dame gekostet habe. Oh Gott, das ist immer noch so grausam. Ich habe das Gefühl, ich vermisse, ich verpasse irgendwas und müsste noch irgendwo etwas tun. Dass irgendwas fehlt. Aber mir scheint... Huh. Okay. So, jetzt bin ich neugierig. Jetzt gehe ich zu Radahn. Ich vergesse mal, welche... Welche Gnade ist es? Danke. Marcel, stimmt. Ich hab vorhin überlegt, so ob ich den YouTube-Namen irgendwie wieder in den Kopf krieg. Auf YouTube sieht man es ja. Wait. Hat mir das... Bin ich tatsächlich ausgewichen oder hat mir das einfach wirklich gar keinen Schaden gemacht?
Sepp, das ist absolut in Ordnung. Holy shit. Ah, stimmt, wenn er den macht, kommt ja noch ein Brutzler hinterher. Ah, meinst du nicht, dein Vorname ist Halbes? Ah, zu früh. Aber ich glaube, den kann ich auch nicht parieren. Ah, da muss ich. Nee, Fuß ist kein Parieren. Nee. Ich weiß nicht, welche ich parieren kann. Oh, das wird ein bisschen dauern, wenn ich wirklich versuche, ihn komplett zu parieren, ey. Das wird eine wilde Nummer. Jetzt habe ich aber nicht aufgepasst. Ich möchte einmal... Ich sehe ja nicht, ob da irgendwas aktiv ist, oder? Das wird ja nicht angezeigt. Ah, da kann ich nicht. Okay. Der Ruhe. Da muss vorher was passieren. Ah. Nun gut, aber ich finde die Nummer hier ziemlich stark. Komme ich da nicht durch alle weg? Doch auch drauf zu. Drauf zurollen vielleicht. Im Hirnlappen gejuckt, damit ich es nicht noch mehr probiere. Kann ich den überspringen? Also den gerade eben, der hat geklappt, als er mit zwei Schwertern... Ja, genau. Der klappt nämlich, weil da geht Ausdauer weg. Viel Ausdauer. Das heißt, wenn er mit zwei Schwertern so zieht, den kann ich nicht parieren. Habe meinen Namen kurz mal geändert. What the... Okay. Echt jetzt? Hat dir das nicht so Spaß gemacht, Kalona genannt zu werden? Okay, ja gut, mei.
Da drauf zu komme ich auch nicht durch alle durch. Nee, der Zweier geht nicht. Vorher auch? Ich gehe jetzt noch einmal kurz. War er nicht vorher 1889, also irgendwas um die 150 Jahre alt? Mist. Ah, Mist, das war dumm. Ich glaube, ich habe aus den Augen verloren, um was es im Chat geht, tatsächlich. Okay, also, Drachen verprügeln habe ich keinen Bock. Hier bin ich der Meinung, dass da müsste doch noch irgendwas gehen. Also keine Ahnung. Hier weiß ich nicht, wie ich hinkomme. Was ist das hier? Passage zum Baumkult. Nee, das ist falsch. Da komme ich hier runter wahrscheinlich. Klingt so. Das klingt so. Passage zum Baumkult. Hi, geht's hier... Ja, das ist doch... Hier komme ich doch niemals da oben hin. Und dann sagt ihr, im Schattenbergfried gibt es auch noch zwei Bosse. Ich habe noch so eine Idee vielleicht. Also da hier so ein Vorbau ist. Oder so ein Rückbau oder keine Ahnung, eine Gartenhütte. Wir nennen es Gartenhütte. Da ist eine Gartenhütte hier an dem Schattenbergfried. Und ich vermute, dass das der Ausgang zum Garten ist. Und da das hier ist, wäre meine Überlegung, dass ich im Lagerhaus vielleicht dort einen Weg hinfinde. Ich finde, du solltest so heißen wie auf YouTube. Ach. Ach. Hä? Ach stimmt, hier gab's ja die kleinen Springer gab's hier. Warte mal, war ich hier unten? Wait. Hier hinter dem Regal ist was. So, wie kriege ich das Regal auf? Könnte stimmen. Okay, Moment, warte. Das heißt nicht Regal öffne dich, sondern der Spruch war... Sesam, öffne dich! Nein, klappt nicht. Oh, die kleinen Bastarde. Was soll ich sonst probieren? Budenbälle?
Ah, das habe ich ja auch noch nie gesehen oder gelesen. Geil. Ah, oh, okay. Ich kicher mir jetzt hier einen ab, ne? Und über die Sachen, die da so im Chat passieren. Und auf YouTube kann sie leider keiner sehen. Es ist schade. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm für euch auf YouTube, die hier tatsächlich die ganzen Folgen anschauen. Es tut mir furchtbar leid. Aber mein Overlay ist leider abgeschmiert. Ich hoffe, es geht irgendwann wieder an. Das ist ein Serverproblem. Das liegt nicht an mir, ist nicht der Computer, sondern das ist ein Serverproblem bei dem Entwickler meines Overlays. Marcel meint, glaube ich, mein Sesam, öffne dich. Ruf. Oder damit, ja, das kann natürlich auch sein. Hutenpelle, genau, Gänsehaut. Gänsehoden? Was? Jetzt wird's lang. Es wird immer wilder. Feuerritterbeinschutz, okay, cool. Nicht stark genug. Was? Oh, bitte nicht. Nee, keine. Hätte ich dagegen hauen sollen? Also ich bin jetzt davon ausgegangen, das Regal ist einfach mit einem Schalter, den man betätigt und dann geht das Regal auf. Das wäre so meine Vermutung gewesen. Ich will jetzt auch nicht zu weit nach oben gehen, weil ich nicht denke, dass der Schalter hier irgendwie ganz weit oben ist, wenn da unten das Ding ist. Aua. Perldrachen-Talisman. Plus 3. Also in Zelda würde ich jetzt hergehen und einfach das Regal wegschieben. Geht hier leider nicht. Erhöht die Resistenz gegen nicht körperlichen Schaden bis ans Äußerste. Nicht körperlichen Schaden. Oh, das muss ich mir merken. So Blitzresistenz oder so. Wait, was ist das für eine Tür? Die geht nicht auf. Schade. Gesegneter Knochensplitter. Ja, sorry, Leute. Ich muss hier durch. Ja, ist das wieder so ein super versteckter Hebel, den man einfach übersieht und bei dem man dann zehnmal dran vorbeiläuft und ihr lacht mich aus oder so? Oh, hi. Eigentlich nicht. Okay, nicht super versteckt. Ja, vielleicht doch draufhauen. Soll ich mal hinlaufen und draufhauen?
Aber ich glaube nicht, dass es draufhauen ist, ehrlich gesagt. War ich hier hinten schon? Nee, hier war ich noch nicht lang gelaufen. Hallo? Aua? Nee, auf Gift habe ich jetzt nicht so viel Bock, ehrlich gesagt. Ein Tipp? Nee, nee, lass mal noch. Ich hätte jetzt über dem Regal versucht zu gucken. Wäre jetzt so meine Idee gewesen. Da muss ich mal schauen, wo genau das Regal ist. Und dann mal gucken, ob da drüber vielleicht irgendwas ist. Wäre jetzt so, das wäre jetzt so der... Aua. Also mal kurz gucken. Wo sind wir hier? Da hinten, da ist das Regal. Ich bin zu hoch. Ich bin jetzt schon zu hoch. Bin zu hoch gelaufen, okay. Was ist das hier? Duellantenschild. Okay. Hier, das müsste ja eigentlich theoretisch dann, wenn meine Theorie stimmt, dass es über dem Regal ist, dann müsste es genau hier unter mir einen Hebel geben. Hier irgendwas? Nee. Wait. Kannst du aufhören, bitte? Das hier ist der Raum. Es gibt keinen Hebel. Ich bin jetzt in dem Raum. Aha. Guck mal an. Blitzdrachen. Oh, der könnte nützlich werden. Oh, schade. Ich dachte, ich hätte schon den Durchgang gefunden in den Wintergarten. Mist. Ha. Also meine Idee ist, aber dann verstehe ich nicht, warum die Tür zu ist. Das könnt ihr gerne kurz erzählen. Ist das die Tür zum Wintergarten? Ja, das muss die Tür sein. Das muss die Tür sein. Auf der Map, also es tut mir leid, das ist ja mal, das ist... Wie, nee. Du hast Bauchweh vom Lachen? Okay. Aber guck mal, guckt euch doch mal die Map an. Das muss doch die Tür zum Wintergarten sein. Den findest du auch noch. Na, schön. Also, hier nicht. Muss ich jetzt in jedem Stockwerk? Nee, das kann ja nicht sein. Hier auch nicht. Das ist genau die Ecke, ne? Hier. Da wäre Wintergarten. Hier hinter. Also, ich glaube, das ist das tiefste Stockwerk, in dem ich hier gerade bin. Dann eins höher waren wir. Oh, wo ging's denn hier nochmal lang? Wie bin ich denn hier nochmal nach oben gekommen? Bin ich dafür hier durch?
Hallo Jungs. Okay, nee, hier geht's offensichtlich nach unten. Gibt's unten was? Unten ist, bin ich in diese Richtung gekommen. Aber komme ich unten auch in diese Richtung? Könnte vielleicht sein, aber ich... Drecksack. Ich guck mal kurz. Ich bin mir nicht sicher, aber das geht mir zu weit nach unten. Ich hätte keine größere Abzweigung hier auf dem Weg gesehen. Das muss ja dann nach rechts gehen. Hi. Nee, das war hier so ein... Nee, nee. Nee, nee, nee. Tschüss. Ach, von dem Dude, das Abschiedsgeschenk jetzt hat, ich habe gerade überlegt. Ah, Herr Ziegengott. Na, hast du irgendwie einen Tipp für mich? Nee. Also der Grund, warum natürlich auch ich versuche, so viel wie möglich selbst zu schaffen, es ist einfach ein anderes Gefühl, was geschafft zu haben, als wenn ständig alles vorgesagt wird, ne? Ich glaube, das könnt ihr absolut nachvollziehen. Doch da drüben vielleicht? Wie komme ich denn da hin? Oh, Entschuldigung. Ich wollte ihn nicht auf den Kopf springen. Sorry, 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 sorry. Gucken wir das mal kurz an. Ich schau mal kurz. Geh mal kurz aus dem Weg, danke. Da drüben. Da geht's ja noch weiter nach hinten. Ach, das war euer Schmiedestein. Entschuldigung. Aber deswegen müsst ihr mich doch nicht gleich verhauen. Ich würde ihn ja zurückgeben. Ey. Reicht. Da drüben rein. Da hinten komme ich hier nach links rum irgendwie. Da ist auch eine Treppe. Moment. Da ist eine Leiter. Ziemlich lange Leiter. Und da oben. Da ist eine Leiter, die von sehr weit oben kommt. Okay, Moment. Oh, er wieder da drüben. Oh, wie komme ich denn hier nochmal? Wo war denn hier nochmal der Weg? Ah, hier, warte. Da geht's ja darüber. Und da ist eine Leiter. Moment. Auf dem Regal? Wait, what? Nee, so ist das nicht gedacht. Aber diese Leiter, die führt doch hier noch tiefer runter, oder? Bestimmt. So, in welches Stockwerk führt die wohl? Dritter Stock? Sechster Stock? Dritter Stock? Ich glaube, ich bin zwar gerade im dritten Stock, aber egal. Ich weiß nicht mal, wie ich den Weg hier hingefunden habe, hier in diese Höhe überhaupt. Okay, warte, falsche Richtung.
Okay, da ist der Kumpel. Der Jesus-Kumpel. Da ist das Regal. Es geht noch höher. Die Leiter geht noch höher. Dann doch nochmal höher. Sechster Stock. Ah, Kumpel Jesus, so heißt er. Kumpel Jesus. Was? Nein! Hier stand doch so eine nette Dame. Freya. Warum sterben die immer alle? Krummes Großschwertschnitt. Hm. Wirbelhieb. Keine Ahnung. Meine Keule ist cool. Passt schon. Ich habe sie bekämpft? Nein. Die du in dem Run nicht mehr geh... Ach so. Nee, nee. Also du kannst gerne dann... selbst wenn ich nochmal einen Run mache, wenn es jetzt was ist, was mich überhaupt null mehr betrifft, weil es einfach nicht mehr möglich ist, dann kannst du gerne deine Infos dazu raushauen, falls du irgendwas schreiben möchtest, weil mir geht es darum, dass ich den ersten Run irgendwie alleine schaffe. Da drüben müsste es sein. Da ist Kumpel Jesus. Da ist die Leiter. Da drüben. Aber höher geht sie nicht. Also ich bin jetzt auf der richtigen Etage. Kampf mit Leda. Welcher war nochmal Leda? Aber ja, nur weil ich jetzt aktuell auf der richtigen Etage bin, heißt das nicht, dass ich auch easy darüber komme. Ich denke, ich werde irgendwie runter und rüber müssen. Ah, die Nadelritterin. Was, die wäre mit mir unterwegs gewesen? Naja, ein Boy, der hätte mir ja geholfen. Einen hatte ich gefunden, der mir da... okay. Geholfen hätte. Das heißt, eine Questline... Ach, gegen dich. Oh. Ja, zum Glück habe ich die Questline nicht geschafft, ha? Sonst wäre die ganze Nummer ja noch schwieriger geworden. Da ist die Leiter. Da will ich hin. Da, wo der steht. Bin ich hier richtig? Könnte sein, aber hier ist eine Marika-Statue. Ich glaube, weil da oben einer auf der Brücke war, ne? Hä? Jetzt habe ich gedacht, ich wäre klug und super schlau und hüpfe hier runter und bin da. Oh oh. Ups. Ja, es sah so aus, als wäre der Boden. Ah, Mist. Oh, hi. Stimmt, ihr seid ja jetzt alle wieder da. Ich habe ja keine Ruhe. Ganz vergessen. Ich dachte, ich hätte jetzt hier Ruhe. Oh, Leute. Das Problem ist auch ein bisschen... Ich probiere es nochmal unten rum. Eine Ebene tiefer. Und dann da hinten.
Aua, aua. Ja, ich weiß, ihr wart miese Mistsäcke. Danke. Geisterkalkulus. Okay. Was guckst du so? War das dein Kumpel? Sorry. Haben wir es dann oder willst du auch noch? Gut. Da drüben will ich hin. Ich kann leider von hier jetzt auch nicht erkennen. Aber es sieht fast so aus, als würde ich von der anderen Seite da irgendwie reinkommen. Also hier geht es ja offensichtlich nicht weiter. Wo man mit der Suche beginnen kann. Nun, da diese Nachfrage im Chat kommt, denke ich, ich bin mit meiner Suche komplett falsch. Au! Oh, ein Hebel. Habe ich den bedient? Ich habe den bestimmt schon bedient. Ja, der ist tot. Toter Hebel. Sorry. Dein Lesetisch kaputt gemacht. Ah, das ist jetzt nicht so geil, glaube ich. Okay, alles gut. Okay. Mist. Mist. Nochmal wegen der Richtung. Weiß es nicht. Schwierig! Oh. Ups. Au, aua, aua. Nee. Es wird immer schlimmer. Es ist halt schon wieder fast 2 Stunden jetzt, ne? Und es fühlt sich an, als wäre ich gerade mal so, weiß nicht, eine Dreiviertelstunde dran. Krass. Mir macht dieses Spiel so wahnsinnig viel Bock. Ja, ich möchte bitte einen kleinen Hinweis, wo ich mit der Suche beginnen kann. Bitte, bitte. Das dauert sonst zu lang hier, das Rumgeirre. Bis ich den Weg gefunden habe. Wer macht's? Ihr könnt's auch alle machen. Das da oben sieht irgendwie verrückt aus. Im Echt? Hier? Lebt der Kumpelbaum eigentlich noch oder ist das jetzt erledigt hier? Nee, okay, es war glaube ich auch gar kein Baum, es war irgendwie so ein komisches Glibbervieh. Da
Da ist mir was durch die Lappen gegangen. Hey, was ist hier? Was seid ihr? Was macht ihr? Warum sterbt ihr? Was ist denn hier passiert? Da oben, dieser wunderbare kleine Loot, ne? An den ich irgendwie nicht hingekommen bin. Schade. Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, dass ich dort ins Wasser gesprungen bin, um zu looten und dabei draufgegangen bin. Warte mal, wo bin ich hier überhaupt? Nee. Ich laufe einfach random los und wo lande ich? Beim Start zum Baumkult. Ach, wow. Oh, was ist das? Ein Loch? Aber... nee. Das zeugt aber auch irgendwie von krass gutem Level-Design, oder? Wenn du es hinkriegst... Ich war gerade komplett Brain-AFK. Und hab nicht drüber nachgedacht, in welche Richtung ich gerade gehe. Oh. Oh. Und mein Verständnis von Videospielen, meine jahrelange Erfahrung. Ich weiß nicht, ob man es Erfahrung oder anders irgendwas anderes nennen sollte. Hat es irgendwie im Unterbewusstsein dafür gesorgt, dass ich in die richtige Richtung laufe. Einfach so aus... aus Verständnis für Level-Design. Ich hab nochmal eine Chance! Haha! Yes! Nice. War ich hier? Ich glaube, hier war ich nicht. Andere würden es Glück nennen. Oh. 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 Au. Sepp, das hat wehgetan. Eieieiei. Okay. Nice. Ha! Ja, guck mal an, ey. Aber witzigerweise dachte ich, ich komme von der Leiter von oben hier runter. Aber... Karianischer Großschild. Das klingt alles ziemlich witzig, diese Schilde, die ich hier finde. Ach, guck mal an. Man läuft von unten nach oben. Ha. Dann bin ich mir aber noch nicht sicher. Ja, ich werd's rausfinden. Mache ich die Tür dort hinten vielleicht... von der anderen Seite auf, die ich da gesehen habe. Oh. Verrückt.
Tschüss. Ich hätte auch gesagt, das war absolut Intuition und nicht Glück. Feuerspirale. Okay. So. So. Wo bin ich? Sorry, Entschuldigung, das war jetzt vielleicht ein kleiner Overkill. Ah, da hinten ist ein Loch. Feuerschlange. Hier kriege ich den Zauber, den die alle auf mich drauf zaubern. Schattensonnenblume. Ich will nicht nach oben. Ich will in euren Wintergarten. Okay. Es geht weiter nach oben. Hallo? Ich wollte nur mal sicher gehen. Da ist eine Leiter. Da ist eine echte Fledermaus. Okay, also eine echte. Echte, unechte. Wir wecken die Fledermaus mal nicht auf. Indem wir unten durchgehen. Nee, dich auch nicht. War das jetzt schon ein Meter zu viel oder was? Habe ich dich schon in deinem Einzugsgebiet gestört? Ärgerlich. Eieieiei, da drüben will ich hin. Die Frage ist, will ich auch noch irgendeinen Scheiß looten, der hier auf dem Weg rumliegt? Oder ist mir der Loot einfach vollkommen egal? Wiedestein. Ich habe doch mittlerweile so viele davon und kaufen kann ich sie, glaube ich, auch. Ich bin ganz froh, dass wir hier nicht in Anor Londo sind. Hier sind die Balken wenigstens noch dick genug, dass man hier was anfangen kann. Zorn aus der Ferne. Ist sie echt unecht? Okay, jetzt wird's philosophisch, glaube ich. Eine KI-Fledermaus halt. Mensch. Nee. Hör mal auf. Brutzel mich mal nicht. Lass mich einfach hier runterfahren und wir beide sind cool miteinander, okay? Danke. Wait. What? Wenn du eine Fledermaus, wenn du ein Fledermaushirn exakt scannst und auf einem Supercomputer simulierst, ist sie dann echt oder unecht? Auf jeden Fall unecht, aber die Frage geht dann an die YouTube-Kommentare, würde ich sagen, falls das hier einer mitkriegt. Hey, hier war doch jetzt nichts. Ah. Suspicious.
Ah, lol, er ist runtergefallen. Kannst du bitte nicht? Ich würde mich gerne orientieren und die Karte dafür aufmachen. Kannst du mal die Aggro irgendwo anders hinschicken? Kannst du auf jemand anders Aggro sein? Nicht auf mich bitte. Aua, aua. Ah, guck mal. Das führt... Ich dachte, das hier wäre so eine Leiter, die einfach nur wieder da ist, um nach oben zu klettern. Aber es scheint... Hä? Wait, nee. Oder? Mal gucken. Ja, da drüben ist immer noch Aggro auf mich. Von wo bin ich denn gekommen? Ich habe mittlerweile die Orientierung ein bisschen verloren, aber ich glaube, hier war ich noch nicht. Oder bin ich von hier gekommen? Nee, hier bin ich noch nicht gewesen. Das ist neu. Ich würde gern runtergucken, aber es geht nicht. Ich sehe leider nicht schön nach unten. Mach's Loch auf. Das sieht gut aus. Oh Mann, ey. Schwere Geburt, hier den Wintergarten zu finden. Was macht denn der, wenn der mal Bock hat, ein Buch zu lesen? In seinem Wintergarten. Also da würde ich den Architekten echt nochmal anrufen und sagen, hey, pass mal auf. So nicht. Es woanders lesen. Was ist das hier? Habt Erbarmen für die verbotenen Schamanen. Und was sich reimt, das ist gut. Noch ein Skadubaum-Fragment. Und Aussicht von Skadu. Kommandant Gaius. Hi. Wollen wir erst Hallo sagen? Nee, du rast einfach Vollgas in mich rein. Und es ist einfach gnadenlos ein Bosskampf mit Bosstür. Und er kann Radan-Sachen. Wow. Können wir... Warte mal. Ey. Warte doch mal. Wow. Oh oh. Nee, geht. Ah, falsches Timing. Kein gutes Timing gehabt. Ja gut. Also wenn man sowas in seinem Wintergarten hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dann macht man den Weg dahin möglichst kompliziert. Ah. Mist. Aber geil. Geil, habe ich Bock drauf. Der fühlt sich cool an. Probieren wir gleich nochmal. Auch wenn ich schon lange drüber bin. Und das schon wieder eine elends lange Aufnahme geworden ist. Komm mal her, mein Bester. Oh,
Boah, der, okay, wow. Okay. Wenn er so einen Tober kriegt, dann da muss ich ein bisschen, da kann ich keinen Hit zwischensetzen. No way. Keine Chance. Ich hatte irgendwie gehofft, ich kann ausweichen und wenn er dann da drin ist, dann treffe ich es, aber ups, bisschen zu spät anvisiert. Ah, Mist. Oh oh. Scheiße. Oh 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 oh. Mann. Aua. Scheiße, was? Holy shit, ich hatte mehr als die Hälfte Leben. Da bin ich blöd irgendwie in ihn reingerollt, glaube ich. Dass das so viel Damage macht, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war ungeschickt. Zu spät. Mist. Der Start geht immer so gut runter. Und dann knüppel ich ihn fast auf die Hälfte und dann steht mein Schaden plötzlich. Also immer, ich meine, das war jetzt der zweite oder dritte Versuch, ne? Ist jetzt nicht so, dass ich den schon 10-mal versucht hätte oder 20-mal. Dass das ein Treffer war. Oh, zweimal daneben gehauen. Das ist ärgerlich.
Ah, come on. Bisschen mehr geschafft dieses Mal. Aber ja, wir haben hier auch schon wieder einen, der so ein ganz schwieriges Timing hat. Der so ein bisschen langsamer ist beim Schlagen. Also dieses verzögerte Zuschlagen halt, ne? Ihr wisst genau, was ich meine. Dass die hier, dass ja beinahe alle Bosse in Elden Ring so haben. Ups. Harry gegen die Lanze. Ich fühle mich mit der Keule eigentlich ganz wohl, ehrlich gesagt. Ich sehe einen Parry da auch nicht. Ich sehe einfach einen toten, ein totes Wildschwein. So sieht's aus. Dankeschön, Leute. Danke. Vielen Dank. Ah, wir machen noch schnell den Stufenaufstieg, damit ich das nicht vergesse. Zack. Basta. Und alle, die nicht live dabei sind auf YouTube, das im Nachhinein anschauen. Schön, dass ihr euch diese ellenlangen Folgen reingezogen habt. Die heutige oder diese ellenlange Folge. Ich weiß ja nicht, ob ihr die vorige gesehen habt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.